Hallo meine liebe Community und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, die folgende Geschichte, die jetzt kommt, wird verdammt gruselig sein. Ich bin mir sehr sicher, dass es einigen von euch gruseln wird und für einige von euch auch eine schlaflose Nacht bevorsteht. Haltet euch fest, es wird richtig, richtig krass. Ihr wünscht euch oft Geschichten, die realistisch sind, das habe ich für euch gemacht und ja, es wird mega, mega unheimlich. Also bereitet euch schon mal seelisch und moralisch darauf vor. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich mega, mega freuen, wenn ihr die Däumchen nach oben drückt. Wie gesagt, laut meiner Vermutung legt jetzt YouTube mehr Wert auf die Likes als Dislikes, weil die irgendwie nicht mehr da sind, beziehungsweise ausgeblendet werden. Und da es mir wichtig ist und ich denke auch YouTube wichtig ist, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen Klicken supportet. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichte! Daniels Eltern sagten ihm, er solle nie in den Keller gehen. Tatsächlich war ich bei ihm zu Hause, als er zum ersten Mal versuchte, die dicke, dunkle Eichentür zu öffnen. Ich erinnere mich, wir waren damals 7, glaube ich, wie er mir sein freches, schiefes Lächeln zuwarf, bevor er sich auf die Zehenspitzen stellte und den Türgriff umschloss. Auch erinnere ich mich, dass sein Vater ihn eine Sekunde später wegzog und ihn mit einer Wucht neben mir zu Boden stieß, die Daniel Tränen in die Augen trieb. Herr Juncker war ein sehr großer Mann, und obwohl ich ihn schon mein ganzes Leben lang kannte, hatte er mir immer ein wenig Angst eingejagt. Als ich älter wurde, legte sich diese kindliche Nervosität in seiner Nähe ein wenig, aber er machte mich immer noch misstrauisch. Herr Juncker kniete nieder und packte Daniel an den Schultern. Sein Gesicht war rot vor Zorn, aber er sah auch erschüttert aus. Ich bemerkte, dass er fast so sehr zitterte wie sein Sohn. »Du darfst niemals, niemals diese Tür öffnen. Hast du mich verstanden?« »Niemals. Ich habe es dir schon einmal gesagt und ich sage es dir noch einmal. Unter keinen Umständen gehst du da hinein. Verstanden?« Dann drückte er seinen wehleidigen Sohn fest an sich, bevor er uns einlud, mit ihm Cartoons zu schauen. Danach hatte ich Daniel gefragt, was hinter der Tür war. Er hatte mir umständlich erklärt, dass es ein Keller sei. Er schien sich nur halb für das Gespräch zu interessieren, immer abgelenkt durch das Klirren eines Eiswagens oder einen interessanten Stock. Daniels eifrige Vorstellungskraft konnte aus allem, was harmlos und alltäglich war, etwas Außergewöhnliches machen. Manchmal glaubte ich, er könne die Dinge, die er sich ausdachte, tatsächlich sehen. Daniel und ich waren schon immer befreundet. Wir hatten nie wirklich eine Wahl gehabt. Unsere Familien wohnten in direkter Nachbarschaft und unsere Eltern kannten sich seit der Universität. Sie hatten das Kleinkind Daniel und mich einfach zusammengeworfen und darauf gewartet, dass sich eine Bindung entwickelte. Und daraus entstand eine Bindung. Im einfachsten Sinne waren wir beste Freunde. Wir waren immer zusammen. In der Schule, in derselben Klasse und sogar in derselben Pfadfindergruppe. Wir gingen in die Häuser der anderen rein und raus, als ob sie zusammengehörten. Für mich gab es kein Leben, in dem Daniel nicht da war, um mich in Schwierigkeiten zu bringen oder aus ihnen zu befreien. Natürlich hatten wir unsere Differenzen. Ich war immer der Ruhige, gut in der Schule und selten ohne meine Nase in einem Buch zu finden. Wäre da nicht der Einfluss des beliebten und geselligen Daniels gewesen, wäre ich während meiner gesamten Schulzeit vielleicht sogar gehänselt worden. So kam es zu unserem unausgesprochenen Tauschgeschäft. Daniel bürgte bei Gleichaltrigen für mich und sorgte dafür, dass ich zu Fangenspielen und Geburtstagsfeiern eingeladen wurde, und ich half Daniel bei seinen Schulaufgaben. Er war nie gut in Mathe oder Naturwissenschaften, aber seine größte Schwäche war Englisch. Rechtschreibung oder kreatives Schreiben war ein seltener Punkt der Demütigung für ihn. Er konnte sich nie zusammenreimen, welche Wörter zu welcher Bedeutung passen oder welche Bedeutung zu welchem Wort oder was das Wort für eine bestimmte Bedeutung ist und so weiter. Im Nachhinein betrachtet war er zumindest Legastheniker und hatte wahrscheinlich noch andere Probleme, die ihn in der Schule behinderten. Wie dem auch sei, ich komme nun auf den Punkt. Daniels Eltern sagten ihm, er solle nie in den Keller gehen. Nach diesem ersten Vorfall, der mit strenger elterlicher Disziplin geahndet wurde, befolgte er den Befehl. Wann immer wir bei ihm zu Hause waren, hielten wir uns strikt an sein Zimmer, das Wohnzimmer oder den Garten. Doch mit der Zeit wuchs Daniels unstillbare Neugier, wie es immer der Fall war. Sein achtjähriges Gehirn fürchtete sich zu sehr vor einer Bestrafung, als dass es noch einmal versuchen würde, diese Tür zu öffnen, ohne zu wissen, was sich dahinter befand. Und jede an seine Eltern gerichtete Frage nach dem Inhalt des Kellers wurde entweder ignoriert oder mit einer Rüge beantwortet.
Seine Eltern erkannten wohl zu Recht, dass wenn Daniel auch nur den kleinsten Happen an Informationen über diesen Raum erhielt oder den winzigsten Blick auf das erhaschte, was sich darin befand, seine wilde Fantasie die anderen Teile des Puzzles zusammensetzen würde, sodass seine Neugierde nicht mehr zu ertragen war. Nach einigen Monaten erwähnte Daniel im Gespräch auf den Keller und präsentierte mir in kindlichem Dialekt seine neuesten Spekulationen darüber, was sich dort befinden könnte. Vielleicht ein Alien-Ei oder ein Roboterklon? Vielleicht auch ein Babydrache. Ich für meinen Teil interessierte mich nicht sonderlich für den Inhalt des Kellers meiner Nachbarn und war auch zu schüchtern, um Daniel jemals bei dem Einbruch zu helfen. Er war überzeugt, dass seine Eltern dort etwas versteckten und gerade die Verschlossenheit seiner Eltern angesichts seiner Nachforschungen bestärkte ihn in dieser Theorie. Sein älterer Bruder Aaron, 15 Jahre alt, lachte nur, wenn Daniel ihn auf seine Theorien ansprach und nannte ihn zurückgeblieben. An jenem Morgen, als Daniel aus seiner Haustür galoppierte, um mich auf dem Weg zur Schule zu begleiten, hatte er eine seltsame Ausstrahlung. Er warf mir immer wieder Seitenblicke zu und lächelte unterdrückt, als ob er ein Geheimnis kannte und es unbedingt verraten wollte. Wie ich ihn kannte, blieben seine Lippen natürlich nicht versiegelt. »Da ist ein Mann im Keller.« Die Worte purzelten in einem Haufen aus seinem Mund und ließen ihn keuchend zurück. Ich war unvorbereitet. Mein rationales Gehirn konnte eine solche Flut von Informationen nicht begreifen. Was? Was soll das heißen? Ich hörte ihn durch den Boden flüstern. Er hörte mich und ich schloss die Tür auf. Papa war bei der Arbeit. Ich öffnete die Tür und da waren diese dunklen Stufen und ich konnte den Mann dort unten sehen. Warte, warte. Daniel, du hast wirklich einen Mann gesehen in deinem Keller? Ja, ja. Ich hörte ihn durch den Boden um Hilfe flüstern. Hör auf, mich zu verarschen, Mann. Nein, ich schwöre. Ich schwöre es doppelt und dreifach. Nur dieser heiligste aller Eide ließ mich innehalten, als ich Daniels Geschichte leugnete. Zum ersten Mal schoss mir der Gedanke durch den Kopf. War das wahr? Zögernd begann ich, ihn zu befragen. Wow, langsam. Was ist mit deinem Vater? Ich habe es dir doch gesagt. Er hat lange gearbeitet. Und deine Mutter? Sie war zu Hause, aber ich konnte es nicht einfach ignorieren. Alter, sie wird dich umbringen, wenn sie dich erwischt, Mann. Das wird sie nicht. Ich habe die Tür danach geschlossen. Er hat also durch den Boden geflüstert? Ja, verdammt. Er muss mich gehört haben, als ich umherlief, denn es war ganz still im Haus. Ich habe ihn flüstern gehört, dann habe ich mein Ohr an den Boden gehalten, in der Nähe der schimmeligen Dielen. Du weißt schon, wo ich meine, und ich konnte ihn hören. Seine Stimme war ganz kratzig, als ob er erkältet wäre oder so. Er klang ziemlich bekloppt, wiederholte sich ständig, bat um Hilfe immer wieder, murmelte etwas davon, dass er allein im Dunkeln sei oder so. Ich habe mich widerwillig mit dem Glauben abgefunden. Alter, das ist wirklich seltsam. Das solltest du deinen Eltern erzählen. Riet ich. Die Sache ist die, flüsterte Daniel, dessen Stimme vor Aufregung knisterte. Was ist, wenn sie ihn da drin festhalten? Nein, Mann, das ist verrückt, als ob. Du erinnerst dich an den Film, den Aaron uns gezeigt hat, wegen dem meine Mutter sauer auf ihn war? Da war dieser Kerl, der verrückte Wissenschaftler? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Dieser verrückte Wissenschaftler hielt die beiden Typen in seinem Keller angekettet. Er hat ihnen die Nadel reingesteckt, als ihre Augen explodierten. Wir hielten beide inne und verzogen angewidert das Gesicht bei der Erinnerung. Und dann kam er mit dem Messer rein und sie haben geschrien. Und dann kam meine Mutter rein und hat es ausgeschaltet. Was ist, wenn es das ist, was Mama und Papa tun? Diesen Mann unten im Keller festhalten. Ich brauchte einen Moment, um das zu verdauen. Denk darüber nach. Alle Fakten passen zusammen. Das war ein Spruch, den Daniel aus dem Fernsehen gelernt hatte. Angesichts von Daniels, wie ich finde, makelloser Logik hatte ich keine andere Wahl, als zuzustimmen. Wenn ich zurückblicke, finde ich es seltsam, teilweise für mich, aber mehr für Daniel, wie wir eine solche mentale Verbindung herstellen konnten. Wie wir von ganzem Herzen glauben konnten, dass Herr und Frau Juncker die Taten eines Serienmörders verübten und dennoch kein schlechtes Gefühl ihnen gegenüber hegten, aber unsere Einstellung ihnen gegenüber änderte sich überhaupt nicht. Manchmal vergessen wir, wie einfach der Geist eines Kindes wirklich ist, wie unschuldig und wie leicht er zu erschüttern ist.
Daniel erzählte mir weiter, wie der Mann auf allen Vieren am Fuß der dunklen Treppe gestanden hatte und wie dünn und knochig er ausgesehen hatte. An einer Stelle schien Daniel anzudeuten, dass er direkten Augenkontakt mit dem Mann gehabt hatte, aber er schien sich an dieser Stelle etwas unwohl zu fühlen und fuhr schnell mit seiner Beschreibung des Ereignisses fort. Er wollte gerade die Treppe hinuntergehen, als er hörte, wie seine Mutter ihn von oben rief. Dann verließ er den Keller, schloss die Tür ab und steckte den Schlüssel hinter den Toaster, wo er wusste, dass sein Vater ihn aufbewahrte. In der nächsten Woche brachte Daniel mich regelmäßig auf den neuesten Stand. Er hatte keinen Zeitpunkt finden können, an dem es möglich gewesen wäre, die Tür wieder zu öffnen. Aber er erzählte mir, dass er in einigen ruhigen Momenten am Abend durch den Boden zu dem Mann geflüstert hatte. Und der Mann hatte gelegentlich zurückgeflüstert. Er achtete darauf, dass seine Eltern diese merkwürdigen Gespräche nicht mitbekamen. Denn sonst hätten sie gemerkt, dass er ihr Geheimnis kannte. Über den genauen Inhalt dieser Gespräche durch den Fußboden war er stets im Unklaren. Ich nahm dies als eine Art, sein Geheimnis zu hüten, wie eine Schlange ihren Schatz bewacht. Aber an diesem Sonntag gewährte mir Daniel Zugang zu seiner Schatzkammer. Wie an den meisten Sonntagen kam ich frühmorgens in seinem Haus an, bereit für einen Tag mit Zeichentrickfilmen oder anderen Dingen. Aber kaum hatte Daniel die Tür zu seinem Schlafzimmer geschlossen, erklärte er mir, dass er einen neuen Punkt auf der Tagesordnung habe. »Du wirst heute mit ihm sprechen.« Ich brauchte nicht zu fragen, wen er damit meinte. Rückblickend bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt an diesem unheimlichen Ritual teilnehmen wollte. Ich bin mir sicher, dass mir die Vorstellung, einem unbekannten Mann unter dem Fußboden etwas zuzuflüstern, Angst machte. Daniel führte mich die Treppe hinunter und führte mich zu der Stelle in der Nähe der schimmeligen Bodendiele, seiner Kommunikationsverbindung. Er befahl mir, mich hinzuknien, mein Ohr an den Boden zu legen und zu sprechen. Ich brauchte ja nur zu lauschen. Kaum berührte mein Ohr den Boden, wurde es von einem seltsamen Geräusch heimgesucht, fast wie ein stürmischer Wind oder wie Nägel auf einer Schultafel. Als ich mein Gehör anstrengte, konnte ich Geräusche ausmachen, dann Worte und schließlich Sätze. Als mein Gehirn sich mit der Tatsache abgefunden hatte, dass das alles wahr war, dass es wirklich einen Mann gab, diesen Mann, nur wenige Meter unter mir, sprang ich auf. Mein Herz raste und Daniel musste kichern, aber ich habe nicht gelacht. Irgendetwas stimmte mit dem, was da geschah, überhaupt nicht. Mein junger Verstand konnte es nicht genau zuordnen, aber es hatte etwas mit dieser schrecklichen, rasselnden Stimme zu tun. Langsam neigte ich wieder den Kopf und hörte diesmal aufmerksam zu, was mir zugeflüstert wurde. Hey, hallo, bist du da? Hilf mir, bitte, Junge, du musst mir helfen. Hier unten ist nichts als Schatten, überall Schatten. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf, 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 hilf. Diese verzweifelten Wiederholungen wurden weder in der Tonhöhe noch im Tonfall oder in der Konsistenz gesteigert. Der Sprecher spuckte die Worte in einem rasenden Tempo aus und konzentrierte sich nur auf die Klarheit und Geschwindigkeit. Er flüsterte wie jemand, der gelernt hat, dass er flüstern muss, egal wie sehr er schreien möchte. Doch langsam, als ich der Wiederholung, dem Flehen um Hilfe zuhörte, entdeckte ich eine zunehmende Dringlichkeit. War es Wut? Ja, sie war jetzt zu erkennen, ein klarer und wachsender Hass hinter den Worten. Kleiner Scheißer, ich flehe dich an. Bitte. Bitte, ich flehe dich verdammt nochmal an. Komm runter und hilf mir. Was tust du denn da? Was tust du denn da? Hilfe, helft mir! Und dann, während ich in versteinerter Stille zuhörte, nicht atmete, nur zuhörte, fing er an, andere Dinge zu sagen. An dieser Stelle werde ich sie hier nicht aufsagen. Ich habe nicht 20 Jahre in der Therapie verbracht und versucht, sie aus meinem Gedächtnis zu verbrennen, um sie hier aufzusagen. Ich weiß nur, dass ich nach dem, was er sagte und wie er es sagte, nur denken konnte, dass dieser Mann, dieses erbärmliche Ding unter mir, der verzweifeltste Mensch war, mit dem ich je in Kontakt gekommen war. Sich so niederzuwerfen, sich zu erniedrigen, sich kaum besser als ein Tier zu machen, das ließ mich glauben, dass er völlig verängstigt war. Ich hatte genug gehört und wandte mein Ohr von dem Riss im Boden ab. Dann machte ich einen Fehler. Ich schaute nach unten. Es war nur für eine Sekunde. Eine Sekunde war alles, was ich brauchte. Ich sah sein Auge. In diesem dunklen Riss sah ich etwas, das ich zuerst für eine fette Schabe oder eine pralle Rollassel hielt. Eine Art rundes Insekt, bauchig und schnatternd. Dann öffnete sich das zerrissene, schmutzig-braune und muschelartige Augenlid. Die Zeit verlangsamte sich. Die rötliche, rot gefärbte Pupille huschte hektisch umher und ruhte auf mir. Das Auge war milchig weiß, mit Ansammlungen von feuchtem gelben Schleim in den Ecken. Adern wölbten sich über die Oberfläche und erweckten den Eindruck, als würde es gleich platzen.
Ich konnte nicht wegsehen und hatte das Gefühl, dass dieses verdorbene Auge direkt in meine Seele starrte. Wie ein Wahnsinniger, ein wildes Ding. In dem Moment fiel ich zurück und stieß einen Schrei der Angst aus. Sofort drängte ich mich an Daniel vorbei und rannte zur Haustür hinaus, wobei mir die Tränen über die Wangen liefen. Ich hörte erst auf, als ich unter der Decke meines eigenen Bettes lag und mein Schluchzen in meinem Kissen widerhallte. An diesem Abend wollte ich meinen Eltern nicht sagen, was los war. Rückblickend wünschte ich, ich hätte es getan. Nach einer Weile besiegten Schuldgefühle und Langeweile meine Angst und ich kehrte zu Daniels Haus zurück. Er ließ mich verlegen herein und lief in meiner Gegenwart wie auf Eierschalen, da er nicht wusste, was meine Reaktion ausgelöst hatte. Ich empfand meinen Ausbruch als demütigend und beschloss, so zu tun, als sei nichts geschehen. Dennoch weigerte ich mich, zu der Tür oder dem Fleck auf dem Boden hinüberzusehen, wo die Stimme zu mir geflüstert hatte. Kurz bevor ich zum Abendessen in mein eigenes Haus zurückkehrte, saßen Daniel und ich auf seinem Bett und unterhielten uns. »Was wirst du jetzt tun?«, fragte ich. »Was meinst du?« »Ich meine, was wirst du tun wegen ihm?« Ein kurzer Moment des Zögerns, die Erinnerung an das schreckliche Auge, das aus der Dunkelheit auftauchte. »Nun, ich weiß es nicht. Was meinst du?« »Alter, willst du wirklich zulassen, dass deine Eltern ihn einfach da unten behalten? Er hört sich nicht so an, als ob er Spaß hätte.« »Da hast du recht, Mann.« Daniels Augen leuchteten. »Ich sollte ihn retten.« »Nein, bist du verrückt? Daniel, ich meinte, ich sollte es jemandem sagen.« Daniel war weit weg von diesem Gedanken, stellte sich vor, wie er den Helden spielte, wie die Menschen ihm danken, wie der Präsident ihn traf und wie er so viel Schokolade essen konnte. Mir war klar, dass er sich nicht überreden lassen würde. »Ich werde ihn rausholen.« »Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Was ist mit deinen Eltern?« »Daniel, was, wenn sie dich erwischen?« »Sie werden mich nicht erwischen. Ich bin schnell und habe die Tür schon einmal geöffnet. Erinnerst du dich?« »Außerdem...« Daniel versuchte, eine Macho-Rolle zu spielen. »Was werden sie tun? Mir Hausarrest geben? Eine Woche lang keine Cartoons?« spottete er. Früher war die Strafe eine ausreichende Drohung gewesen, um ihn abzuschrecken. Jetzt war sie nutzlos. Daniel hatte zu viel zu gewinnen. »Nein, Daniel...« Ich versuchte, ein Konzept in Worte zu fassen, das mein junger Verstand nicht ganz begreifen konnte. Etwas Unangenehmes, eine Dunkelheit, die in meinem Hinterkopf brütete. Etwas, das über das Gefühl von Bodenhaftung hinausging. Etwas, das über die einfache Vorstellung hinausging, dass ein Elternteil einen liebt, egal was passiert. Ich glaube auch, dass ich im Grunde meines Herzens nicht geglaubt habe, dass Herr und Frau Juncker wirklich in der Lage waren, jemanden gegen seinen Willen in ihrem Keller festzuhalten. Dass sie wirklich in der Lage waren, Daniel weh zu tun. Meine Warnung kam vage und schwach rüber. Aber Daniel hörte nicht zu. Er erklärte mir, wie er an diesem Abend, nachdem seine Eltern zu Bett gegangen waren, die Treppe hinunterschleichen, den Schlüssel aus seinem Versteck hinter dem Toaster holen, die Tür aufschließen, die dunkle, dunkle Treppe hinuntergehen und den Mann in seinem Keller ans Licht bringen würde. Er sagte, er würde besonders vorsichtig sein und wenn er seine Eltern kommen hörte, würde er einfach die Tür abschließen und sich verstecken. Als ich an diesem Abend ging, sagte er mir, dass er mir am nächsten Morgen auf dem Weg zur Schule alles über seine Eskapade erzählen würde. Wenn ich zurückblicke, wundere ich mich, wie wir denken konnten, dass unser Tagesablauf der gleiche sein würde. In dieser Nacht war ich von Angst geplagt. Nicht dieselbe Angst, die ich nach dem Anblick des Auges empfunden hatte. Diese war kurz, scharf und schmerzhaft, wie ein elektrischer Schlag. Diese Angst war viel schlimmer. Nein, diese Angst war viel schlimmer. Sie war langsam und schleichend, kroch in meiner Magengrube herum und würgte mich. Ich rührte mein Essen nicht an und wurde früh ins Bett geschickt. Meine Eltern dachten, ich sei krank. Daniels Eltern sagten ihm, er solle nicht in den Keller gehen. Und am nächsten Tag war Daniel verschwunden. Ich wartete einige Zeit auf dem Bürgersteig vor seinem Haus und betete, dass ich sein freches, schiefes Lächeln sehen würde. Aber er kam nicht. Schließlich sah mich Frau Juncker durch das Fenster und kam heraus. »Ist Daniel krank?«, fragte ich. Aber ich wusste schon, was kommen würde. »Nein, wir dachten, er sei zu dir gegangen.« Ein Ausdruck der Angst machte sich auf Frau Junkers Gesicht breit. Der Albtraum begann. In den nächsten 3 Monaten gewöhnte ich mich daran, die blinkenden Lichter der Polizeiautos zu sehen und die Polizisten im Haus der Junker kommen und gehen zu sehen.
Zunächst war die Familie in Panik. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch, die Haustür war noch verschlossen und die Nachbarschaft war so freundlich, jeder kannte jeden. Es gab absolut nichts, was das Verschwinden von Daniel erklären konnte. Ich erinnere mich, dass nach der ersten Woche die Erwachsenen um mich herum leise zu sprechen begannen. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, an dem sie die Entwicklung des Falles erfuhren. Am dritten Tag schaffte die Geschichte in die Lokalnachrichten. Die Junkers wurden vor ihrem Haus interviewt. In der kurzen Zeit war ihre anfängliche Panik in Angst und Verzweiflung umgeschlagen, zumindest nach außen hin. Nur ich kannte die Wahrheit. Daniel war erwischt worden. Seine Eltern hatten ihm etwas Schreckliches angetan. Wenn ich früher Angst vor Herr Junker gehabt hatte, konnte ich jetzt nicht mehr im selben Raum mit ihm sein. Ich versuchte jedem, der es hören wollte, von meiner geheimen Erkenntnis zu erzählen, aber niemand schenkte ihr Beachtung. Meine Eltern schimpften mich sogar, ich sei unsensibel und unangemessen. Im Laufe der Jahre versuchte ich nicht mehr, die Leute zu überzeugen. Mein Schmerz wurde einfach zu einem gefühllosen, Daniel-förmigen Loch. Aber ich habe es nie vergessen. Als ich älter war, wahrscheinlich um die 13, beschloss meine Mutter, dass es an der Zeit war, mir die Wahrheit über den Fall mitzuteilen, wie sie am Ende der ersten Woche herausgefunden hatten. Sie erklärte, dass Daniels Haus keinen Keller hatte. Hinter dieser dicken, dunklen Eichentür befand sich ein alter, unbenutzter Vorratsschrank. Seine Eltern hatten Daniel gesagt, er dürfe dort niemals hineingehen, weil dort Bleichmittel und andere schädliche Chemikalien gelagert würden. Daniel war nie gesagt worden, dass es sich um einen Keller handelte. Das war eine Spekulation, die zu einer Tatsache wurde, ein Produkt seiner Schwierigkeiten mit Worten und seiner überreizten Fantasie. In diesem Schrank, hinter Wischmops und Kisten mit Gerümpel, hatte die Polizei ein Loch gefunden. Die Ziegel und Bretter einer Ecke waren weggerissen. In diesem Loch befand sich eine dunkle Treppe, die aus Schritt und zerbrochenen Steinen bestand. Die dunkle Treppe führte hinunter in den großen Abwassertunnel direkt unter dem Haus der Junker. In dem Abwassertunnel fanden sie viele Dinge. Eine gebrauchte Matratze, ein Küchenmesser, die Öffnung, die im oberen Teil des Tunnels gemacht worden war, und den Stuhl, der benutzt worden war, um die Dielen in Daniels Wohnzimmer zu erreichen, um hindurch zu flüstern. An der Wand stand etwas geschrieben, etwas über Schatten und das Alleinsein im Dunkeln. Daniel war nicht erwischt worden. Zu seinem Pech hatte er es bis dorthin geschafft. Die Polizei durchsuchte das örtliche Abwassernetz und seine Reservoirs. Nichts. Schließlich fanden sie den letzten Hinweis, den sie jemals finden würden. Mehrere Meilen entfernt, in einem alten, baufälligen Gully. Daniels Uhr. Halb versunken im Schlamm und ein einziger blutiger Handabdruck, der von einer kleinen Hand an der Wand des Abflusses gemacht worden war, wo jemand verzweifelt darum gekämpft hatte, nicht weggezogen zu werden. Ich habe mich geirrt. Die Stimme, die ich an jenem Tag unter dem Boden hörte, war nicht die eines Mannes, der voller Angst war. Es war die Stimme eines Mannes, der völlig, völlig gestört war.